9 Tage hat sich die Mannschaft von Schalke 04 hier hinter mir in Mittersill auf die kommende Zweitligasaison vorbereitet. Geendet ist das Trainingslager mit einem Erfolgserlebnis, denn am gestrigen Samstag gibt es einen 5:0-Sieg gegen den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze. Trainer Thomas Reis war zufrieden hier mit dem Trainingslager in Mittersill. Besonderes Augenmerk legte er auf die Kondition. Er will, dass seine Mannschaft zum Spiel gegen den HSV topfit ist. Deshalb ließ er seine Spieler hier ordentlich schwitzen. Unter anderem in einer mega harten Laufeinheit, bei der diesmal kein Spieler vorzeitig abbrechen musste, anders als in Belek im Winter. Die Suche nach Gewinnern und Verlierern dieses Trainingslagers fällt nicht leicht. Zu den Verlierern könnte man Ralf Fährmann und Paul Seguin zählen, die verletzungsbedingt viele Einheiten verpasst haben. Gewinner ist für mich Kenan Karaman, der in Testspielen einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Auch Bende Idrizi und Asan Ouedraogo haben mir gut gefallen. Zumindest im Test gegen Zabrze hat auch Soichiro Kozuki überzeugt. Ein Tor, eine Vorlage hat der Japaner in nur 30 Minuten beigesteuert.